Guten Morgen, heute bin ich mit Florin Leuker unterwegs und wir sind früh aus dem Bett gekrochen, um Gämsen zu fotografieren. Ja, wir haben jetzt versucht, Gämsen zu fotografieren. Es ist sehr windig, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt versteht. Erfolg war mäßig, aber immerhin, wir haben sie gefunden. Im Herbst ziehen natürlich auch unzählige Singvogelarten in den Süden. Und hier konnten wir beobachten, wie eine Gruppe von Buchfinken versucht hat, eine Passhöhe zu überqueren. Und sie hatten ganz schön Gegenwind und es war sehr beeindruckend, das zu beobachten. Ja, dieser Teil vom Video war eigentlich etwas anders geplant. Ich wollte euch vor Ort ein bisschen etwas über die Einstellungen erklären, die ich verwende, auf was ich achte. Aber ihr habt vielleicht vorher in dem kurzen Ausschnitt, wo ich versucht habe, etwas zu sagen, gemerkt, dass es einfach zu windig war. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Bilder rausgesucht, die ich bei den Gämsen gemacht habe, sowohl von diesem Wochenende oder von diesem Sonntag, als auch von vergangenen Ausflügen. Und ich möchte einfach die Bilder kurz durchgehen, sagen, ja, wieso ich welche Einstellungen verwendet habe und vielleicht auch, was ich im Nachhinein anders machen möchte. Starten wir einmal mit diesem Foto hier. Das ist von besagtem Morgen. Die Sonne hat diesen Hang hier, wo die Gämse draufsteht, noch nicht erreicht. Ich habe die Blende voll geöffnet, denn ich wollte den Hintergrund möglichst aufgelöst haben. Komplett unscharf ist er eh nicht, denn er ist relativ nah. Stört mich jetzt hier auch nicht riesig. Ich finde, man darf die Strukturen von den Bäumen auch etwas erkennen. Verschlusszeit habe ich jetzt eine 320stel genommen. Freihand geht das eigentlich problemlos mit dem 600mm. Auch wenn man sagen muss, dass die R5 durch diesen dichten, hoch aufgelösten Sensor generell anfälliger gegenüber Verwacklungsunschärfen ist. Dementsprechend habe ich dann als letztes die ISO angepasst und bin auf 2500. Alles kein Problem. Alles im grünen Bereich mit dieser Kamera. Das nächste Bild hier, eins von meinen Lieblingsbildern von den Gämsen. Da am Abend zuvor dachte ich noch, oh, es wäre so schön, wenn es klappen würde, irgendwie die Gämse mit dem Vollmond reinzubringen. Am nächsten Morgen ist auch praktisch bei der Dämmerung, also ich würde sagen eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang oder so, ist dann genau der Mond untergegangen und dann haben sich genau noch an der richtigen Stelle die Gämsen gezeigt. Hat traumhaft gepasst. Ja, wenn ich etwas an diesem Foto gerne anders hätte, dann dass die Gämse noch etwas weiter vorne stehen würde, dass man die Beine komplett sieht. Und den Mond könnte ich mir etwas mehr oben rechts vorstellen, aber ich bin schon so ganz zufrieden, vor allem man sieht tatsächlich hier, wenn man reinzoomt, im Gefieder. Im Fell sieht man ein bisschen die, das Mondeslicht durchstrahlen. Das gefällt mir schon sehr gut. Eben, es war noch relativ dunkel, darum habe ich die Blende wieder voll geöffnet, Blende 4. Das war damals noch mit meinem alten 500mm Objektiv. Dort war der Bildstabilisator deutlich schlechter. Und deshalb habe ich mich auch hier für eine 500stel Sekunde entschieden. Und ich meine, 1600 ISO. Es geht eigentlich, es ist nicht so wahnsinnig hoch. Sehr gerne fotografiere ich auch im Gegenlicht, vor allem wenn man dieses frühe Morgenlicht hat, wenn einmal kein Berg im Weg ist, der einem dieses wertvolle rote Licht nimmt. Und das hat an diesem Morgen hier sehr gut geklappt. Das Gras, war eigentlich eher etwas langweilig weiß im Normalfall, das war etwas dürr. Aber durch die tiefgehende Sonne, die das von hinten so angeschienen hat, hat einfach alles rot geleuchtet. Und man sieht, dass die Sicht an diesem Tag nicht ganz klar war, zum Glück. Denn man sieht hier hinten ganz schwach ein paar Bergkonturen, aber alles hat diesen rötlichen Hauch durch das leicht diesige und das frühe Morgenlicht.
Ja, hier ging es mal darum, beide Gämsen draufzukriegen auf das Bild, deshalb auch die Bildgestaltung, wo die Gämse schon eher links ist und wir haben noch eine weiter rechts. Wichtig hier, dass man rechts nicht zu weit schneidet, dass man sozusagen beiden ein wenig Platz in die Blickrichtung lässt. Ich habe etwas mehr abgeblendet, damit man die hintere noch etwas mehr erahnen kann. Und wie ihr an den ISO seht, das war schon relativ hell. Also ich bin hier mit meiner 500stel Sekunde geblieben. Das ist eigentlich safe, da verwackele ich wenig. Und mit den ISO konnte ich bis auf 200 runter. Das heißt bessere Farben, besserer Dynamikumfang, weniger Rauschen, mehr Schärfe. Ein letztes Bild, das ich noch kurz erläutern möchte, ist dieses hier von dieser jungen Gämse. Auch hier, ja, das Licht, das von der Seite kommt, ist häufig heikel. Denn ihr habt das dann schneller mal, dass die eine Seite sehr stark ausgeleuchtet ist. Die andere Seite des Gesichts oder des ganzen Körpers ist einfach nur noch schwarz und man erkennt nichts mehr. Man kann natürlich versuchen, mit Photoshop da die Lichter runterzudrücken und die Tiefen hochzuziehen, aber es sieht dann meistens etwas unnatürlich aus. Anders hier. Das war auch, ich glaube, 10 Minuten. Ja, 12 Minuten nach Sonnenaufgang. Und da hat man einfach noch ein sehr weiches Licht. Die Sonne ist nicht sehr intensiv. Und deshalb kann man auch mal ein bisschen experimentieren. Ich sage immer, kurz nach Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenuntergang, gibt es eigentlich keine falsche Richtung. In alle Richtungen sieht das Licht einfach traumhaft aus. Und hier dieses Streiflicht hat mir gut gefallen, da es eben ein bisschen einen Kontrast gibt auf das Gesicht. Und ihr seht, die eine Seite ist heller durch die Sonne, aber auch bei der anderen, man sieht noch die Strukturen, man sieht noch das Auge. Und auch wenn ich jetzt einmal zur unbearbeiteten Version gehe, ist es nicht so, dass ich jetzt, das ist das komplette Rawbild, also wirklich wie es aus der Kamera war. Ich habe den Weißabgleich angepasst, einige andere Änderungen gemacht, aber tiefen Lichtern musste ich da nichts herauszaubern, was nicht da gewesen wäre. Ja, das war es auch schon. Wie gesagt, ich hätte es gerne etwas anders gemacht, ging jetzt leider nicht. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein wenig profitieren. Ich zeige jetzt noch ein paar Bilder, einfach zum Zurücklehnen und Genießen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.